heutigen Genusstagebuch dreht sich alles um die Henne und ums Ei. Und die Eier, die holen wir uns da aus Annaberg vom Rupert. Den Hennen da, denen geht's richtig gut und die haben die schönste Bergkulisse. Wir haben in der zweiten Generation die Hennen. Mein Vater hat mit denen vor über 60 Jahren schon angefangen, ganz klar hat er da mit den Hühnern begonnen, weil es eigentlich, er hat da irgendwas gesucht mit dem, was man also einen Betrieb am Leben erhalten kann und hat dann das angefangen. Das war eigentlich ganz toll, der hat noch mit dem Motorrad die Eier ausgeführt, hat hinter Kisten aufgestellt und mit den Haaren gefahren. Ist dann auch gewachsen und wir haben auch dann einmal natürlich auch die Bodenhaltung gehabt, aber mittlerweile sind wir auf Freiland gegangen, weil das einfach das gefragtere Produkt ist und dahin geht es besser. Und wir haben zurzeit also 7000 Freilandhühner. Und die Auslieferung ist nicht mehr mit dem Motorrad, sondern mittlerweile haben wir einen Bus. Ja. Das einzige Negative an der Haltungsform, was man da hat, ist das, dass eigentlich auch der Fuchs einen freien Zugang hat. Und ich habe zurzeit auch ein kleines Fuchsproblem. Wir haben in der Nähe zwei Fuchs. Und ich werde regelmäßig von Fuchs besucht. Ne? Und das ist ein bisschen, da werden sie ein bisschen sensibel, die Damen. Aber mittlerweile haben wir eine Anzahl von Hühnern, dass wir eigentlich gut davon leben können und euch auch beliefern können, in den Gasthäuser. Wir sind sehr ausgegangen, darum war ich heute da und heute hat man selber mal. Wunderbar. Wenn es mal herrichtet, noch ein bisschen. Gern, gebe dir gerne mal mit. Gutes Zeichen, wenn du durchgehen bist. Ja. Bitte. Ah, danke schön. Aha, ein paar Gräne hast du mal dazu, da habe ich sicher. Ein paar Gräne sind auch dabei. Also wir haben ein paar Grünleger, also das sind alte Rassen, die sind alles hin ein bisschen bunter und die Lok macht es auch bunter. Sehr gut. Dann kann ich wieder weiterarbeiten. Wunderbar. Ja, perfekt, da haben wir ja super Eier gekriegt. He? Ja, die brauchen wir jetzt eh gleich zum Panieren, weil heute machen wir ein ausgelöstes Masthändl von Ortnerbauern. Das ist sozusagen der Seniorchef, der was gleich nebenan einen Hof betreibt. Das Händel kommt nur 60 Meter entfernt vom Hof von der Elisabeth Hölzel. Das ist die Mama von der Elisabeth Berger, die das Restaurant und das Hotel führt. Mittlerweile sind die Händel leider aus, aber es gibt nur Puten und Gänse, die auf den Herbst warten. Und es gibt ganz viele andere Tiere, zum Beispiel Alpakas und Pferde. Das Backhändel, das wächst direkt vor der Haustür im elterlichen Bauernhof. Also circa 3 bis 4 Mal im Jahr haben wir dann 25 bis 30 Masthändel. Und wenn sie dann geschlachtet werden, also das ist je nachdem 8 bis 12 Wochen sind das, dann werden sie gleich verarbeitet. Also der Weg ist sehr kurz, der Transportweg vom Bauernhof zum Landgasthof. Da werden sie dann geliefert und dort werden sie verarbeitet. Und die Leute wissen einfach schon, um eine gewisse Zeit, da gibt es beim Landgasthof Ortner wieder Backhändel auf Kartoffelsalat und die freuen sich unheimlich drauf. Und je nachdem, wie schnell die Leute sind, ist früher oder später verzehrt. Und dann gibt es natürlich halt bis zur nächsten Runde nicht mehr. Im Herbst gibt es dann auch die Putten und die Gänse. Regionale Lebensmittel sind bei uns im Restaurant aus dem Grund sehr wichtig, weil wir ja mitten in der Region sind, wo sich das alles anbietet. Und warum soll man das dann auch nicht nutzen? Vor allem der elterliche Bauernhof, der ist ja auch im Hintergrund und bietet einiges. Saisonal natürlich, ist nicht ständig verfügbar, sei es das Huhn oder das Schwein im Stall. Wenn es ist, auch mal ein Salat aus dem Gemüsegarten von der Mama. Dort kann man sich sicher sein, dass die Qualität stimmt, dass das Tier gut gehalten wird, gut gefüttert wird, richtig gefüttert wird. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass man die Produkte beziehen kann, direkt aus der Umgebung oder aus der näheren Umgebung, dann ist es natürlich ideal, wenn man das macht. Als erstes zerlegen wir das Huhn, ziehen die Haut ab. Auch das Flügel kann man verwenden. Das sollte man ein bisschen beim Knochen einschneiden, damit das durch wird. Und dann werden wir es schneiden und panieren. Wenn wir das jetzt alles vom Knochen lösen und die Haut wegnehmen, was passiert dann mit den Reststücken quasi? Ja, die Reststücke, das kann man natürlich wunderbar verwenden für Hühnersuppe. Ist auch gut, ja. Ja, da gibt es ja dann eine Hühnersuppe mit Gemüse und mit Nudeln. Dann hat man eigentlich fast das ganze Tier eigentlich verwertet so. Eigentlich schon, ja.
das tun wir jetzt panieren. Das panieren wir jetzt. Mit unserem guten Ei. Mit dem guten Ei, was wir gerade besorgt haben. Und können wir die grünen nehmen? Dann nehmen wir gleich die grünen. Bitte. Gibt es jetzt beim Panieren noch irgendeinen Geheimtrick, den du so anwendest, oder dass es richtig fluffig wird und die Panade so gut wird? Der eine sagt, er nimmt die Eier nur pur. Der andere geht her, gibt der Milch dazu, der andere gibt einen Schluck Wasser dazu. Du verwendest nur die Eier? Eigentlich nur die Eier. Und ja, was halt sehr wichtig ist, das sind gute Bresel. Und viel Fett, glaube ich. Und schwimmend auspacken. Schwimmend, ja. Das macht man, glaube ich, daheim vielleicht jetzt. Die sind ja wirklich perfekt geworden, he? Für goldbraun. Man, das ist ein super Kartoffelsalat. Ich nehme an, das ist dann die Beilage. Die Kartoffeln kommen natürlich auch aus der Region. Zurzeit von den Walser Bauern. Und auf den Kartoffelsalat richtet man dann das Backhändl an. Das Backhändl ist richtig gelungen. Goldbraun und knusprig, so wie man es sich wünscht. Und in Kombination mit dem Kartoffelsalat einfach unschlagbare Kombi.